Weiter geht es mit Let's Play Rift. Ja, wir stehen hier vor einem Hof, dessen Namen ich vergessen habe. Und wir immer noch die Leute des ewigen Hofes ausdünnen sollen. Und wir hatten das letzte Mal Level Up, deswegen gucken wir mal... Oh, zwei Punkte zu verteilen. Natürlich, wir sind Level 12. Ihr wisst ja, jedes dritte Level Up kriegen wir einen Extra-Punkt. Und hier bauen wir natürlich erstmal mit dem Extra-Punkt unsere Nahkampf-Angriffsfähigkeiten aus, beziehungsweise den Schaden, den wir damit verursachen, um einen weiteren Prozent auf insgesamt 4%. Zack. Und da kriegen wir Strahlungsblitz verursacht und brauchen wir nicht. So. Was wollte ich noch? Ach ja, hier haben wir angefangen, die Schadens- und Heilungs-, den Schaden-, Schadens- und Heilungsbonus bei kritischen Treffern zu erhöhen. Das machen wir auch. Zack. Und schalten eine Heilung frei. Sofort. Stellt 137 bis 141 Gesundheit wieder her. Kann nur nach Erleiden eines kritischen Treffers eingesetzt werden. Also Erleiden. Das heißt, jemand muss uns mit einem kritischen Treffer treffen, damit das auslöst. Ja, gut. So. Den Strahlenblitz brauchen wir nicht. Ruhm des Auserwählten knall ich hier mal in die Mitte. So. Ja, dann machen wir gleich mal weiter. Hier die Geister müssen wir noch vernichten. Und die Leute des ewigen Hofes. Denn wir brauchen von denen... Jetzt muss ich mal gerade nachgucken. Genau, wir brauchen noch die Insignien. Ja, und ich habe so ein Haha gehört. Das heißt, ich habe... Ach so, so ist das gedacht. Das ploppt hier auch auf. Das heißt, ich kann das gleich wieder aus der Leiste verbannen. Ich habe insgeheim gehofft, dass das wieder sowas ist. Na, jetzt sind wir aber tot. Ah, vielleicht doch nicht. Ist doch ganz praktisch, oder? Vielleicht brauchen wir deswegen doch keine Defense. Aber wie ihr seht, die Chance, dass wir kritisch getroffen werden, ist echt sehr gering. Nein, wir sind tot. Ja, Seelenwanderung haben wir nicht. Wir haben das letzte Mal eine Seelenwanderung durchgeführt. Das heißt, wir machen einen Neueinstieg. Und was das heißt, wir porten... Also wir werden jetzt einfach zum nächsten Friedhof geportet. Na komm, wir lassen uns mal auferstehen. Denn... Dann können wir auch gleich zum Heiler. So. Und ein bisschen umorganisieren. Dann schmeißen wir den Kack hier erstmal raus. Und wir können Quests abgeben. Zumindest eine. Gut euch zu sehen. Nö, zwei. Rukna. Ach ja, den haben wir letztes Mal auch gekillt. Ihr habt es also geschafft. Gut, nachdem ihr gegangen wart, fiel mir auf, dass ich euch vielleicht in den Tod geschickt hatte. Ja, hat es ja auch einmal. Ich bin froh, dass es anders gekommen ist. So, ihr habt hier nur Stäbchen. Dann nehmen wir halt den. Ist ja egal. Und hier kriegen wir nur Erfahrung. Ich sah einen rennenden Kultisten, hinter dem ein Ochse her war. Sehr gut gemacht, Gravon. Wir werden obsiegen. Ja, wir werden siegen. So, das heißt, wir buffen uns nochmal. Denn nach jedem Tod sind die Buffs weg. So. Und weiter geht's. Ja, ich denke einfach, unser Knüppel ist mittlerweile so schlecht. Ich freue mich schon... Welche Quest ist das überhaupt? Ist das die? Nein. Der ist im Weg, deswegen pull ich den gerade. Ist es die? Ja, die ist es. Hier kriegen wir einen schicken Zweihandhammer. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Da machen wir mal ein bisschen mehr Schaden. So. Mir fällt übrigens ein, wir haben auch noch Quests abzugeben. Hier, zwei Stück. Ich denke, das werde ich auch mal machen. Das sind einmal war das, glaube ich, so eine Wiederholungsquest. Mit diesen Risskreaturen besiegen und dann diese fünf Weichleder. Ich denke, das kann ich auch offscreen machen. Also das wird nichts wirklich Merkbares geben. Und es hält einfach nur auf, wenn ich mich da jetzt runter... Wenn ich da runter reite. Ich meine, ich habe jetzt noch hier kein Porticulum hier oben gefunden. Dann denke ich mal, ist das zu zeitaufwendig. Ich denke, das würdet ihr auch befürworten. Ich hoffe es zumindest. So. Dann haben wir das abgeschlossen. Ach, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Aber wir müssen noch drei Untote vernichten hier. So, Heilung. Ich finde diese Heilung eigentlich gar nicht so schlecht. So hat man noch ein bisschen Defense. Ach so, jetzt kommt der.
Das sind immer zwei Stück. Das ist kritisch. Nehmen wir den. Ich hoffe, der kommt alleine. Wir stehen nämlich hier gerade mittendrin, wie bei DSF. Ach nee, heißt ja nicht mal DSF. So, komm, dann holen wir den auch. Da kommt der andere da hinten auch noch. Aber zwei schaffen wir auf jeden Fall. Zumal wir uns jetzt hier wieder heilen können. Und noch den Schicksalsschlag durchführen können. Hier sind übrigens noch sehr viel von diesen aufgeladenen Quellsteinen. Ich drücke manchmal die Buttons ein bisschen unkoordiniert. Es ist nicht mal ganz so leicht, auf die Rotation zu achten und gleichzeitig zu babbeln. Das könnt ihr mir glauben. So, da haben wir schon zwei. Ja, schon ist gut. Ist hier noch ein Artefakt? Nein. So, dann hier noch. Ich meine, oben war auch noch was. Ja, zwei Stück. Und dann haben wir die auch. Das heißt, wir brauchen nur noch einen Untoten und dann haben wir alle Quests hier erfüllt. Das ist doch wunderbar. Da vorne ist übrigens ein Skelett und ich habe gerade daneben geklickt, deswegen stand ich hier regungslos in der Gegend rum. So. Jetzt brauchen wir nur noch einen Toten, Untoten. So. Ich denke, das wird er sein. So, das freut mich, dass wir gleich endlich unseren Hammer kriegen. So, zack. Dann haben wir den auch. Hier sind keine Artefakte. Hier sind wahrscheinlich irgendwo Artefakte versteckt, aber ich fühle mich gerade zu unsicher, die in diesen ganzen Gegnermengen zu finden. Und da war übrigens Erz. Aber, nee, lassen wir mal gut sein. So, wir haben hier genug Probleme. Und dafür holen wir jetzt nämlich unsere Spinne raus. Damit wir ein bisschen schneller, also 60% schneller unterwegs sind. So, da vorne ist auch schon wieder das Häuschen, wo wir die Quests abgeben können. Alle ab. Schön über das moosbewachsene Mäuerchen gesprungen. Und da stehen die auch schon und quatschen und lassen uns die Drecksarbeit hier machen. So. Gut, dass ihr da seid. Genau, blutiges Kopfgeld. Eine Kraft strömt aus diesen Insignien des ewigen Hofs. Die eine Kraft, die ich schon einmal gespürt habe. In Meereseinklippen. Ach, in Meereseinklippen, natürlich. In Meersteinklippe trafen unsere Truppen auf ein Wesen namens Xalos. Wir hatten es fast besiegt, aber es zog sich an den Ebenen schon zurück. Wir müssen es endgültig besiegen. Jo, mach das. Wir kassieren den Hammer. Ach, neue Quest. Reis von den Iliumfeldern nordöstlich der Meersteinklippe. Zur Meersteinklippe. Ladet dort den Schattensammler auf und verwendet ihn dann in der Nähe des Schattenstroms oben im Turm. Wenn der Dämon der leere Xalos erscheint, besiegt ihn. Oh, da kriegen wir Schulterpanzer. Viel Glück. Ist mir egal, ich ziehe jetzt den Hammer erstmal an. Der ist ja der Hammer. So, zack. Der ist echt durch die Bank weg besser. So. Kalte, tote Hände. Gut gemacht. Ihr habt Großes für die Menschen der Freimark geleistet. Auch indem ihr den Vormarsch von Regulus und seinen Lakaien gestoppt habt. Ja, gib her die Handschuhe. Und natürlich vielen Dank. Die aufgeladene Quellsteine, also richtig deutsch ist das ja auch nicht, sind wichtig für unsere Aufgabe hier in Freimark. Drei Planarit, sehr schön. Lasst uns mal wieder plaudern. Ach, und der Arnold da unten, ach nee, Bergan Lundren hat noch Hallo. Eine Quest für uns. Bergan Lundren hat euch gesagt, ihr sollt auferstandene Knechte, Klagegeister und Todesritter an der Meersteinklippe besiegen, um zum Dämon der Leere Xalos zu gelangen. Alles Gute. So. Ich meine, es müsste eigentlich der Dativ sein, dem... Naja, ist auch egal. Wir haben noch Handschuhe bekommen, die ziehe ich auch mal schnell an. Wo sind sie? Hier. So. Naja, hat auch eine schöne Spinne. So. Wir müssen das Erz holen. Jetzt komm her hier. Denn sonst wäre das Ding wahrscheinlich von hinten an uns rangetreten und hätte uns so ein schönes, spitzes Dörnchen, einen schönen Hauer in unseren schicken Popo gerammt. Und das wäre, glaube ich, nicht so freudig für den Garavon. So. Zack, wieder auf die Spinne. Und das nächste Erz geholt. Das tut mir leid, hier sind gerade die Erzadern aus der Erde getreten. So.
Soll ja nicht unser Schaden sein. Wir nehmen es mal mit. Genau wie das Fell. Und ja, dann klopfen wir das hier mal ab. So, danach würde ich aber mal sagen, werden wir mal die Aufgaben erfüllen, die uns aufgetragen wurden. Oder auferlegt. So, erstmal zum Weg zurück. Ich denke mal, ich gehe den sicheren Weg hier unten her. So, das müsste übrigens da vorne sein. Gleich nachdem wir dieses Erz abgebaut haben. Das freut mich, dass hier gerade so viel Erz auf dem Weg ist. So, und wieder auf die Spinne. So. Mit O natürlich. So, Küstenstraße. Und da geht's hoch. Da müssen wir hin. An diesem Weg vorne links. So, hier sehen wir nochmal die Felder, die wir letztes Mal schön gesäubert haben. So, hier geht's dann gleich direkt weiter. Und mal gucken, wie wir uns hier schlagen werden. Hier sind natürlich, hier ist ein Todesgeist schon. Den holen wir mal ran hier. Zack. Ja, du bist so gruselig mit deinem Geheule. So, zack. So, der erste Todesgeist ist schon mal vernichtet. Dann holen wir den Klagegeist hier noch ran. Die zählen nämlich alle extra hier. So. Ja, toll. Den Schicksalsschlag. Ja, doch, den hätten wir jetzt am Ende noch ausführen können. Aber ich bin nicht schnell genug. So, komm ran hier. Bevor der... Ach, Mist, der edit jetzt doch. Das ist natürlich blöd. Aber vielleicht löst ja unsere Heilung aus. Was ich jetzt sehr hoffe. Los, treff mich kritisch. Obwohl, den könnten wir noch schlafen. Den könnten wir noch schaffen. So, jetzt regen wir natürlich erstmal ein bisschen. Und ich richte mich mal neu aus auf meinem Stuhl hier aus. So. Ja, und wir gucken den schönen Eichhörnchen hier mal zu. Oh, du bist ja so niedlich. Ich verbrenne mir zwar die Finger an dir, aber du bist so niedlich. Ich muss dich streicheln. So. Da holen wir uns mal das Skelett hier, ohne Ads zu ziehen. Und drauf mit unserem neuen Hammer. Also ich finde, der macht schon ordentlich Schaden, oder? Meine ich das nur. Im Vergleich zu vorher. Da ist übrigens was. Westliches Todesidol. Achso, da gibt es drei Stück von. Los, jetzt treff uns kritisch. Ich habe noch nie darauf gehofft, dass mich irgendein Gegner kritisch trifft. Das ist auch mal eine neue Erfahrung. Los, komm ran hier. Schön, dass die auch über den Zaun springen können. So. Zack, dann bricht das Ding schon auseinander. Keine freie Sicht zum Ziel. Okay, das kann man ausnutzen oder austricksen, indem man halt springt und so eine Sichtlinie herstellt. So. Mein Name ist Garavon und du bist des Todes. Würde jetzt jemand anders sagen, nur mit einem anderen Namen. So, dann wollen wir das hier mal machen. Dann können wir ein bisschen regen nebenbei. Okay, haben wir. Spawnt hier vielleicht irgendwas? Nö. Nee, sehr schön. Dann komm ran hier, du Kasper. Dich schicken wir in die ewigen Jagdgründe. So. Was war das? Der geht nach unten. Sehr schön. Jetzt zwei Klappermänner. Und boxen wir noch mal auseinander. So, zack. Da ist der erste schon kaputt. Und der zweite folgt darauf. Na komm. Treffen tun wir doch wohl noch. Sehr schön. Das heißt, dann können wir das Ding hier noch ranholen. Den Todesgeist. So kriegen wir die Quest auch abgeschlossen. Da ist übrigens das nördliche Todessymbol, das heißt, das südliche liegt dann halt auf der Seite. Naja, müssen wir halt, wenn wir wieder runtergehen, auf der Seite nochmal. Also auf die Seite nochmal. Ich wollte auf der Seite hinab. Ah, naja. Ihr kennt das ja, ich fange Sätze halb an, beende sie in den meisten Fällen gar nicht oder führe sie total falsch fort. Aber dann müsst ihr mit leben. So.
Nach dem sollten wir aber echt mal ein bisschen regen. Außer der trifft, ja, der trifft uns jetzt kritisch. Meine Sprachskills verlassen mich. Ja gut, ich hatte nie welche, aber jetzt sind sie endgültig weg. So, das Ding haben wir auch aufgeladen. Ist hier irgendwas Besonderes? Nein. Nur Zeugs, was auch hier oben steht. Na, klasse. Ich würde sagen... Ach nee, das Skelett haut ab. Das heißt, der kommt alleine. Nein, der kommt nicht alleine. Ey, der war doch so weit weg. So verarsche ist das. Jetzt trifft mich kritisch. Ja, schön, dass das Gespenst die ganze Zeit hier am Ausweichen ist. So schön voll dotten. Sehr schön, dann haben wir den Weg nach oben auch freigeräumt. Und da oben müssen wir rein. Nee, den holen wir nicht. Das Ding machen wir auf den Rückweg. Klagegeist, das Ding holen wir uns mal. Denn hier müssen wir, glaube ich, auch noch rein, oder? Nee, Quatsch. Aber vielleicht sind da Artefakte drin. Ich gehe rein. Hier haben wir einen Altar. Geist. Sehr schön. Endlich wurde ich kritisch getroffen. Ich habe echt... Oh Scheiße, ich habe noch nie darauf gehofft, dass mich jemand kritisch trifft. Ich habe mal gehofft, oh, trifft mich nicht, aber... Naja. So, dann gehen wir mal nach oben. Gucken, was hier für dunkle Mächte am Werkeln sind. Skelett, Skelett. Und hier oben... Oh, was haben wir denn hier? Ist egal, wir stellen uns einfach mal in diesen Nebel. Der könnte tödlich sein, aber wir stellen uns einfach mal da rein. So. Das heißt, wir können hier wieder runter. Okay, hier gibt es also kein Name zu töten. Achso, hier geht es in alle vier Richtungen raus. Hm. Ne, ich habe jetzt keine Lust, alle vier Wege abzuklappern. Das heißt, wir verlassen den Turm wieder und laden noch das südliche Todessymbol auf. So, da vorne ist es nämlich schon am Glitzern. Und ich denke, da sollten wir auch schon ziemlich schnell rankommen. Oh, Mönch, irgendwas, Handschuhe, wo sind die jetzt? Hier. Mönch anschieben, ja, mein Gott, Armschienen. Aber naja. So, wir brauchen noch ein paar Skelettchen und da vorne stehen noch zwei. Am Tor, genau wie auf der anderen Seite. Sind wohl die Torwächter. Fehlt noch der Schlüsselmeister. So. Ach Quatsch, den gewaltigen Schlag. Ach, ich bin schon wieder total verplant hier. Keine Sichtlinie zum Ziel. Jetzt komm ran hier. Zack. Und sehr schön, hier können wir uns wieder heilen. Und da liegt das Ding. Oh, Berserker. Ah, ist bestimmt was für Krieger. Ja, Plattenrüstung können wir nicht tragen. Schade. So, dann laden wir noch das letzte Todesidol auf, bevor wir die letzten zwei Skelette... Ach, wir müssen doch wieder hoch. Ach, Mist. Ich war da zu früh. Da müssen wir jetzt erst hin. Na, aber der Weg sollte noch einigermaßen frei sein. So, das Ding haben wir jetzt komplett fertig hier mit den... Genau, kehrt zu Bergern Lundren zurück. Und hier verwendet den Schattensammler beim Ebenenstrom. Und das wird wahrscheinlich das Ding sein, was oben auf dem Dach war. Dieser Nebel. Da werden wir das auch gleich mal ausprobieren. Und dann hoffe ich doch, dass wir diese gespenstische Gegend verlassen können. Wir müssen ja den Dämonen hier noch töten, oder? Diesen, wie heißt der, Xondra, Zorda, irgendwas mit X. Da, Xalos. Naja, nah dran. Ach, wie schön, dass wir den missdottet haben. Also, der hat nicht gewirkt, weil er noch in so einem, ja, keine Ahnung, Modus war. Der trifft uns wenigstens kritisch und das freut mich. Und alle ab. So, der ist gleich down.
Und wir sind gleich wieder voll geheilt. Ach, der hat auch schon wieder sowas. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch schnell zurück und geben die Quests ab, beziehungsweise gehen zum Quest-Hub. Und dann soll es das schon wieder für die Folge gewesen sein. Ach, hier schon wieder Respawn. Wer hat den Kack erfunden? So. Schicksalsschlag, der natürlich genau daneben trifft. Und den Klagegeist niederknüppeln. So, der kommt auch ran hier. Ich lasse mich doch nicht vom Respawn hier abhalten. Nee, nee, so läuft das hier nicht. So, das geht relativ fix bis nach unten. Ich hoffe es zumindest. Das Einzige, was ein bisschen aufhalten könnte, wären diese zwei Skelette. Aber die sind noch weggeräumt. Das heißt, die stellen auch keine Probleme dar. Das heißt, wir können direkt hier runter. Gucken, ich werde mal seitlich runtergehen hier. Dann müssen wir nicht durch diesen Main-Spot hier durchlatschen. Ich ziehe den mal hier ein bisschen rüber. Nicht, dass das Skelett hinterher noch addet. Wenn ich mein Glück kenne, tut es das trotzdem. Nö, tut's nicht. So, dann das hier. Und dann sind wir gleich schon wieder auf der Hauptstraße. So, dann holen wir uns das hier noch. So ein bisschen Erfahrungspunkte noch mitnehmen, auch wenn es nicht viele sind. Aber jeder getötete Gegner bringt uns näher zum Level ab. Darf man ja auch nicht vergessen. Naja, außer die Grauen, die sind jetzt mal ausgeschlossen. Ich sag mal, ebenbürtiger Gegner. So. Dann haben wir das auch. Dann kram ich mal wieder die Spinne raus. Und mache mich auf den Heimweg. Zur Farm. Zum Farmhäuschen. Da vorne sehen wir schon. Das da hinten ist übrigens die Hauptstadt, die ihr seht. Meridian. Hat nichts mit dem Online-Rollenspiel Meridian, ist das 59? War ja 59, oder? Ich habe die Zahl jetzt vergessen, dahinter zu tun. Welches bis heute als das... Ich glaube, das war das erste MMO, also grafische. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich glaube, Ultima Online kam sogar noch später. Allerdings war ein Riesenmanko von Meridian, dass... Ich meine, in Erinnerung zu haben, ich will jetzt nichts Falsches sagen, dass das nur den AOL-Kunden vorbehalten war. So, aber mit diesen Worten verabschiede ich mich. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Bis dann.